Hallo, hallihallo, meine liebe Community, meine lieben Abonnenten. Hier bin ich nochmal, wieder mal. Diesmal mit, nicht mit einem Horror-Video, sondern einfach nur mit ein paar Informationen und mit ein bisschen Geplapper. Ich wollte euch mitteilen, dass ich jetzt mit meinem Sohnemann morgen früh um 6 in den Flieger steige und nach Gran Canaria abdüse. Ganz spontan entschieden. Ja, Finger ist noch dran, immer noch, aber naja, ob er noch lange dran bleibt, weiß ich nicht. Wenn ich zurückkomme von Gran Canaria, vielleicht muss man ihn dann doch amputieren, ich weiß es nicht. Es eitert. Ja, ich werde euch natürlich mitnehmen in Gran Canaria. Ich werde da auch öfters mal filmen und öfters mal Vlogs machen. Ich habe mir das so als eine Art Vlog vorgestellt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Übrigens, ich wäre sehr, sehr froh, wenn alle, die meine Filme mal gucken oder so, auch ein Abo dalassen würden, weil es ist recht frustrierend, ja, naja, das ganze YouTube-Gedönse ist im Moment recht frustrierend. Ich habe auch wieder mich vermehrt mit dem Budgeting beschäftigt, auch jetzt eben für den Urlaub. Ich werde das da auch weiterführen. Ich habe mir einen extra Urlaubsbinder gemacht, nicht Binder, doch Binder auch, der fungiert dann sozusagen als, als Portemonnaie, wo ich mal alles reingespart hatte für den Urlaub hier und dann auch ein extra Büchlein, wo ich alles aufschreibe, wo ich auch meine Erlebnisse festhalte, wo ich auch die ganzen Ausgaben aufschreibe. Das liebe Irinchen, Rähnchen, Schneckchen, das kennt das ja schon von meinem Urlaub bei ihr zu Hause, wie ich das dann immer mache. Ne? Ich werde da mal versuchen, das dann auch so hinzukriegen. Wir fliegen um 6 Uhr morgens ab hier. Wir kommen um 9:30 an in Gran Canaria. Für zurück haben wir einen Stopp in Zürich und dann fliegen wir weiter. Es dauert ein bisschen länger. Und ja, wir werden sehen. Ich gehe das erste Mal mit Sascha alleine in den Urlaub. Einige werden wohl denken, dass da die Alte mit ihrem jungen Lover getrippelt kommt. Weil wir haben ja auch verschiedene Namen. Ne? Das ist dann schon, könnte etwas peinlich werden, macht aber nichts. Getrennte Zimmer haben wir natürlich auch. Das musste sein. Das tue ich mir nicht an. Also ich lege mich nicht mit Sascha in ein Zimmer. Nein, danke. Ich muss nicht alles sehen. Nur schon allein die Vorstellung. Ja, apropos Budgeting. Ich habe mir auch neue Sparspiele bestellt. Hier sind einige davon. Das ist erstmalig in meiner Karriere so ein loses Spiel. Ne? Von der Budget Birdie. Jetzt schmeiße ich schon mit den Losen hier rum. Aber die kommen alle in die Zukunft, weil ich habe im Moment noch Sparspiele genug am Laufen und ich kriege die noch nicht mal gespart, richtig. Und hier habe ich dann nochmal dieselbe und hier ist einmal Budget Kirmes. Das ist auch so laminiert und hier mit Losen dabei. Ich habe gefühlte 200 Challenges und Sparspiele, die sind alle in einem extra Ordner. Und die werde ich dann nach und nach bespielen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich habe auch, guckt mal, mir das Kästchen hier, das hatte ich mir ja beim Action gekauft, dieses Holzding, das habe ich mir so ein bisschen verhübscht, da, schöner Spruch drauf, ist noch nicht ganz fertig und das hat dann, da sind meine Würfel drin für die Sparspiele. Da, ne? Ja, so verschiedene. Wenn man so ein Sparspiel kauft, da ist meistens auch ein Würfel dabei. Und hier in dem Bein, da sind dann auch noch meine Magnete und die Klammern ebenfalls zum Spielen. Fungiert sozusagen als Spielestein. Ja. Ansonsten weiß ich jetzt nicht Neues mehr zu erzählen. Apropos von den Videos, den Horror-Videos und den Mystery-Videos, die werden ab nächster Woche fortgesetzt. Vorher werde ich natürlich in Gran Canaria das filmen. Das ja, liegt nahe. Und ja. Was soll ich sagen? Denk positiv, bleibt mir gesund und munter. Das war's schon von mir. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Lebenszeichen von mir geben, weil ich diese Woche noch nichts hochgeladen habe. Jetzt fallen hier schon Schmucksteinchen überall rum. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wahrscheinlich morgen früh auf dem Flughafen. Und dann werde ich euch ein wenig mitnehmen, was da alles so vor sich geht, wenn ich mit meinem Sohnemann im Urlaub bin. Naja, es sind nur 5 Tage, die werde ich überleben. Wir werden sehen. Küsschen aufs Schnüsschen. Ich habe euch alle furchtbar lieb. Tschüss.